Früher war mein Alltag zur Arbeit fahren, im Büro sitzen, ab und zu mal Objektbegehungen machen, so wie jetzt, sehr monoton. Ansonsten der übliche Alltagstrott, wie so ein kleines Zahnrad im Getriebe, wo man halt funktioniert und läuft, aber man kommt da irgendwie nicht weiter. Und hat aber entweder Angst davor, irgendwas zu verändern oder einfach nicht, ja, den Mumm. Und dann, ja, schwimmt man bis an sein Lebensende einfach so in diesem selben Fluss. Es war halt einfach so everyday struggle. Und da kam dann irgendwann der Bruch. Eines Morgens hatte ich halt einen epileptischen Anfall. Dann ging es ins Krankenhaus mit der Familie und allem. Und es wurde diagnostiziert, dass es da was im Kopf gibt. Später hat sich herausgestellt, Glioblastom, bösartiger Hirntumor. Nicht so eine gute Prognose. Da war irgendwann der Moment, wo ich mir gesagt habe, ja, wie geht's weiter? Wenn man die Diagnose gestellt bekommt, liest man von 7 bis 15 Monaten Überlebenschance, Zeit im Durchschnitt. Und irgendwann findet man sich damit ab. Jeder von uns wird irgendwann mal sterben. Die einen sind sich dessen bewusst, die anderen eben nicht. Ich bin mir in dem Moment bewusst geworden, ich werde vielleicht demnächst sterben. Und dann trifft man Vorkehrungen. Ich habe angefangen, mir eine To-Do-List zu schreiben, so mit Kleinigkeiten wie ein Tattoo, eine Reise, dies, das. Andererseits war für mich aber auch klar, ich will gegen das Ding ankämpfen. Dann habe ich im Internet irgendwo gelesen, akzeptiere die Diagnose, aber niemals die Prognose. Und das war für mich so ein Wendepunkt, wo ich gesagt habe, selbst wenn die Diagnose schlecht ist, kann man trotzdem noch Hoffnung haben. Und da habe ich mir schon Pläne geschmiedet, was ich alles ändern würde. Und hatte dann noch eine zweite OP vor mir. Habe dann gesagt, danach geht's los. Dass man halt irgendwie das neue Leben in Angriff nimmt. Wenn man im Krankenhaus ist, kriegt man ja halt so einen groben Fahrplan, wie die Behandlung weiter abläuft. Als ich dann damit angefangen hatte, mich über Alternativen zu informieren, bin ich halt auch über Cannabis gestolpert und habe dann gedacht, okay, es hat halt die und die Benefits. Dadurch, dass es aber nie irgendwie thematisiert wurde unter den Ärzten, war mein Arzt damals einfach so, ja, können wir machen, aber ich habe keine Ahnung. Und so ging meine Suche los, dass ich mich dann selbst halt schlau gemacht habe im Internet, bei Ärzten erkundigt habe, Studien gelesen habe. Auch wenn es jetzt schon seit einer Weile legal als medizinische Alternative verfügbar ist, aber der Weg dahin, also ich allein bin durch zwei Widerspruchsrunden gelaufen mit der Krankenkasse, ehe ich eine Kostenübernahme hatte. Und ich glaube, mir geht es den Umständen entsprechend noch gut. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jemand im höheren Alter oder mit mehr Behinderung sich dem Ganzen aussetzen sollte, dann sehe ich da irgendwie keine Chance. Also die positiven Aspekte von Cannabis sind, glaube ich, dass es einfach zur Chemotherapie ein gutes Pendant ist. Dass man einfach der Übelkeit entgegenwirken kann, der Müdigkeit oder überhaupt dem Schlafzyklus wieder ein bisschen in den Griff kriegt. Appetitlosigkeit kann man damit bekämpfen. Man kommt wieder in eine geordnete Bahn. Die größte Erkenntnis ist, wir sollten im Hier und Jetzt leben. Das, was wir jetzt noch haben an Lebenszeit, sollten wir auch, ja, genießen. So einfach, wie es klingt, aber die Leute leben einfach nur noch in Hektik und wollen von A nach B und einfach mal zwischen A und B einen Stopp machen. Einfach mehr im Hier leben.